Ich denke, dann fangen wir an. Soll ich gleich Herrn Wedel schon einmal ankündigen? Lieber Thilo, erster Vortrag. Du hast gleich gesagt, du brauchst ein bisschen mehr Zeit, aber wir sind gut in der Zeit und wir haben gut auch Zeit zu diskutieren. Und dein Titel, ich habe jetzt meine Brille nicht ganz mit, hätte ich Herrn Panzer gebraucht. Ich wiederhole fragen können. Aber es geht um das Retroperitoneum anatomische Besonderheiten. Thilo, sag doch einfach, wovon du redest. Wir freuen uns, dass du da bist. Ja, vielen Dank für diese einleitenden Worte, lieber Piet, Thomas und Nico. Das ist wirklich eine spezielle Konstellation. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen, denn sowas hat man nicht alle Tage. Wenn wir mal gucken auf diesen schön ausgewählten Flyer hier oben des Kongressprogramms, normalerweise würde man ja erwarten, dass sich so eine Fachgesellschaft trifft, ihre Dinge bespricht und dann wieder nach Hause fährt. Das heißt, es segelt ein Schiff auf der Förde. Aber dann gibt es diesen hartnäckigen Piet Jünemann da unten im Bild, der, von dem wir haben ja schon gehört, der hier in Kiel etwas durchgesetzt hat und nun offenbar auch die Urologen quasi gezwungen hat, auch noch, hat erstmal auf die Glocke gehauen, guck mal da, so, hat gesagt, so geht das nicht, wir brauchen sozusagen jetzt auch nochmal Gynäkologen und Chirurgen an Bord. Ich als Anatom finde das ja eine tolle Idee, weil als Anatom hat man keine Berührungsängste, weil man ja von allen irgendwie was wissen muss und auch was lernen kann. Also schon mal richtig gut, und das erlebe ich auch in Kiel hier, das ist schon mehrfach erwähnt worden, das Kurt-Semm-Zentrum. Hier sind so einige Protagonisten, alle in Grün, man weiß gar nicht mehr, wer ist eigentlich jetzt Gynäkologe, Chirurg oder Urologe. Natürlich weiß man es schon, aber man guckt sich sehr viel öfter über die Schulter. Und das ist ganz wichtig, glaube ich. Und ehrlich gesagt, es ist interdisziplinär, interaktiv, deswegen, weil auch unser Zentrum für klinische Anatomie dort etwas mitspielen darf. Im wahrsten Sinne des Wortes spielen, also wir durften zum Beispiel auch eine Woche lang mal am Da Vinci-Roboter bei uns im Institut spielen. Da haben wir alle die Operierten eingeladen, Mensch, überleg doch mal, was können wir mit dem Maschinchen noch so anstellen. So ein bisschen wie das Hackathon, was wir gerade gehört haben, nach dem Motto, überleg doch mal, was noch geht. Und ehrlich gesagt, das ist sehr inspirierend und das wollen wir so auch in der Form beibehalten. Und ich möchte auch noch gern Stefan Siemer zitieren, uns auch gerade eben kennengelernt. Der hat gesagt, hier in Kiel wollen wir Sie mit an Bord nehmen, nutzen Sie die Gelegenheit, ausgesuchte OPs von Experten vorgestellt mitzuerleben, aber vor allem auch interaktiv kritisch zu diskutieren. Und auch Sie haben ein bisschen auf diese Schiffsglocke geklöngelt und haben einen ziemlich harten Spruch losgelassen von Michael Gorbatschow ursprünglich, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Ich behaupte mal, das, was wir hier jetzt starten, wird vielleicht in einigen Jahren die Norm sein, dass wenn wir im Retroperitoneum operieren, wir nicht mehr unbedingt unterscheiden müssen, bist du Urologe, bist du Gynäkologe oder Chirurg, sondern wir werden voneinander lernen müssen. Der Roboter ist derselbe oder die Instrumente, und das ist, glaube ich, eine zutiefst zeitgemäße Aktion, die wir hier zusammen starten. So, das war jetzt mein kleines Vorwort. Jetzt allerdings zur Region. Ja? Das Retroperitoneum, eine anatomische Region, verschiedene operative Disziplinen. Das spiegelt sich auch schon in diesen drei Vorträgen wieder, die wir nach meinem hören werden. Da spricht ein Georg Schön als Urologe, der Ibrahim Alkatut, den ich ja sehr gut kenne aus Kiel, und dann der Jan-Henrik Eckberts, auch aus Kiel. Und den Georg Schön durfte ich auch schon kennenlernen, freue mich, ihn wieder zu sehen. Und zwar, da ist er, bei uns in der Anatomie. Da wurde mir gesagt, komm, wir machen jetzt mal bei euch auch einen Nephrektomie-Kurs. Und jetzt sage ich, gut, machen wir, kein Problem. Und dann fingen wir aber schon an, uns zu fragen, ja, wie lagern wir diesen Patienten eigentlich? Ne? Das ist ja ein Körperspender. Also das heißt, die erste Frage ja, wie gelagert? Und da hat Georg Schön ziemlich kräftig darauf bestanden, dass das Banane sein muss. Ne? Aber eine ordentlich gestreckte Banane, dass sozusagen die Flanke so weit aufgeht, dass man eben dieses Retroperitoneum viel besser erreichen kann. Was lernen wir darauf? Jede gute OP fängt mit einer guten und dafür vorgesehenen Lagerung an. Ist banal, aber extrem wichtig. Man kann sich tot ärgern, wenn man das am Anfang nicht gut gemacht hat. Interessanterweise wird Herr Alkatut sagen, naja gut, er macht das auch im Retroperitoneum, Lymphadenektomieren. Da ist es aber eher eine Rückenlage oder Steinschnittlage, wie wir das in unseren Kursen gemacht haben. Und Herr Eckberts wird das Ganze im Retroperitoneum, wenn er die Nebenniere adressiert, im Bauchlage machen. Viele Wege führen nach Rom und sie sind auch anatomisch alle immer in sich ein bisschen begründbar. Man muss nur gucken, was man eigentlich will mit dieser Lagerung. Das auch nochmal als kleines Vorwort. Und wenn man das dann so schön lagert, wie wir das gemacht haben,
dann ist das Ganze minimal invasiv. Hier sehen wir sogar schon sehr schön so eine Nierenteilnephrektomie und man ist maximal zufrieden. Pete, das Bild ist für dich. Das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe als Allermeister dazugelernt. Und der Anatom wird am Anfang natürlich immer erstmal fragen, was ist eigentlich das Retroperitoneum? Und die Definition ist extrem einfach. Ne? Das Retroperitoneum, Spatium retroperitoneale, beinhaltet jene anatomischen Strukturen, die hinter dem Bauchfell liegen. Und ich zeige Ihnen eine ganz alte Abbildung aus der Zeit von Gerota, wo man jetzt hier in Gelb durch mich so ein bisschen jetzt verstärkt das Bauchfell tatsächlich sieht. Und alles, was dahinter liegt, soll retroperitoneal sein, oder? So ist die Definition. Und das hieße aber, dass zum Beispiel auch das Colon Ascendens, das Deszendens, das ganze Pankreas und das Duodenum auch retroperitoneal sind, oder? Liegen ja hinter dem Bauchfell, würde man so meinen. Wenn man das mal genau anschaut, und der Anatom ist ja auch immer aufgefordert, ein bisschen embryologisch wieder in die Vergangenheit zu gucken, dann war das so, dass normalerweise das Colon Aszendenz und Deszendenz und der Dünndarm so und so, eigentlich der ganze Magen-Darm-Schlauch, ehrlich gesagt, an einem durchgehenden Meso hing. Und nur an bestimmten Stellen lagern sich dann diese Mesos an die hintere Bauchwand, wo ja auch ein parietales Bauchfell liegt, an. Das sind diese Pfeile, die das hier kennzeichnen. Und man nahm an, dass das hier alles so verschmilzt und sich auflöst und gar nicht mehr da ist, dass man sagt, das nennen wir jetzt retroperitoneal und zwar sekundär, eine sekundäre Retroperitonealisierung. Das können wir mal getrost vergessen und aus den Lehrbüchern wieder streichen. Und ich zeige Ihnen auch die Antwort. Das ist ein Präparat bei uns im Institut, zeigt einen Oberbauch rechts, Colon Aszendens, Flexura Hepatica, Colon Transversum, hier oben Duodenum, Leber, Gallenblase, Magen. Achten Sie mal auf diese Stelle hier. Die nehmen wir jetzt mal hoch. Da finden wir dieses herrliche Angels her, also was uns immer zeigt, gute Schicht, kann nicht bluten, löst sich von alleine. Und jetzt ziehe ich das ganze Colon Aszendens mit dem Mesocolon Aszendens, was embryologisch immer da war, richtig schön ab. Von was ziehe ich es ab? Ich ziehe es von der Fascia renalis anterior ab. Von der Gerota Faszie, wenn man so möchte. Und in meinen Händen halte ich quasi das Colon mit dem Mesocolon Aszendens. Und das kann ich bis zum Ende abziehen und wenn ich das intakt mache, dann habe ich sozusagen die Embryologie wieder zurückgekehrt in das, was sie mal war. Und das ist jetzt nicht nur akademisches Interesse, das ist klinisch hochaktuell, hochrelevant. Warum? Weil wir morgen wahrscheinlich einen Eingriff sehen werden, wo genau das passiert, eine komplette mesokolische Exzision, wo das Mesokolon Aszendens völlig intakt losgelöst wird von dem eigentlichen Retroperitoneum. Hier sind nämlich alle Lymphbahnen drin, die so ein Kolonkarzinom hier quasi befallen kann. Und je intakter man das ablöst, desto besser wird es dem Patienten am Ende von der Prognose ergehen. Das verwandelt momentan in der Chirurgie diverse Konzepte. Auf allen Kongressen hören wir davon. Und auf der anderen Seite zeigt es dem Urologen, dass er ganz schön in dieser Schicht Colon und Mesokolon beiseite schieben kann, um dann das eigentliche Retroperitoneum zu ergreifen oder zu erobern. Das muss man erstmal schaffen, als Chirurg 2016 in Lancet zu publizieren, und zwar nur über das Mesokolon. Das muss man mal schaffen. Ne? Er hat nichts weiter gemacht, als das, was ich gerade in Worte gefasst habe, nochmal in Bildern hier zu zeigen und klarzumachen, das Mesokolon und das Kolon sind nie retroperitoneal gewesen und sind es nicht, sondern das echte Retroperitoneum beginnt hier, wo der Herr Coffey von einem Facial Component spricht, von der Fascia renalis anterior. Das ist echtes Retroperitoneum, deswegen werde ich das mal gnadenlos hier ersetzen und sagen, das Retroperitoneum, was embryologisch wirklich retroperitoneal war und auch ist und bleibt, das ist dann hinter der Fascia renalis anterior, die zeichne ich Ihnen hier ein. So sieht es aus, das dürfen Sie gerne Gerota nennen. Aber wenn Sie das schon tun, müssten Sie die hintere Fascia dann Zuckerkandel nennen. Ich war neulich in Wien gewesen, in der Anatomie, und da hing Herr Zuckerkandel an der Wand. Das ist immer toll, solchen Leuten ein Tribut zu zollen. Ich bin strikt dagegen. Erstmal gibt es keine Wedelfaszie leider. Und zweitens, mit Fascia renalis anterior und posterior drückt man Sachen deutlich besser aus, als wenn ich Zuckerkandel und Gerota sage.
auch was gerade den Nachwuchs angeht, dem man das, glaube ich, vielleicht nicht mehr unbedingt zumuten sollte. Was ist der Inhalt des Retroperitoneums? Es sind natürlich Nieren, Nebennieren, Ureter und große Gefäße und Lymphbahnen. Und ich möchte mich im Folgenden auf zwei Dinge konzentrieren, auch angesichts der Eingriffe, die wir heute sehen werden. Und natürlich fange ich jetzt mal mit den Nieren an und zeige Ihnen ein ganz tolles, seltenes Bild aus einem tollen Atlas der Pernkopfanatomie. Warum ist der so gut? Der Pernkopf hat offenbar mit seinem Zeichner zusammen vor einem echten Präparat gesessen. Das ist nicht irgendwie Fake News, das ist richtig Abzeichnen von dem, was ist. Das erkennen Sie an vielen Kleinigkeiten, hier stecken so kleine Nadeln noch drin. Das heißt, das haben die sich echt schön hingelegt und haben es dann so auch gemalt. Deswegen ist das, was wir hier sehen, wirklich stimmig. Einschließlich dieser fetten Lymphknoten, die es da ja nun wirklich gibt. Und das Bild ist von dorsal. Und das zeigt eben wunderschön, wie schnell man am Hilus ist, wenn man sich der Niere von dorsal nähert. Okay, Wirbelsäule ist weg, Psoasmuskel ist weg, so einfach geht es jetzt doch nicht. Außerdem kommt dann Herr Schillen und sagt, lagern. Tun wir. Besser, ne? Seitenlagerung, kopfwärts, beinwärts. Und es wird noch ein bisschen besser, weil wir jetzt extra für diesen Vortrag uns gesagt haben, komm, wir nehmen mein eigenes Präparat, da ist es, und lagern das auf die Seite, wo Sie schon mal gleich sehen, wie nah die 12. Rippe der Christa Iliaca kommt. Das sind vielleicht 4 Finger oder so. Ja? Und wenn Sie das nicht auseinanderklappen, wie eine Banane, dann wird es schwierig, diesen Raum zu erobern. Offen erst recht, minimalinvasiv vielleicht schon sogar noch ein bisschen leichter. So, und jetzt machen wir mal so ein bisschen Daumenkino. Ja? Wir fangen mal an. Oben ist der Obliquus externus abdominis, den klappen wir weg. Dann kommt der zweite Bauchmuskel, Obliquus internus abdominis. Und dann sehen wir schon hier hinten Nerven aus dem Plexus lumbalis, die man häufig sagt, ja gut, die sind da, Hauptsache wir machen sie nicht kaputt. Hier nochmal ein bisschen der Verlauf, der Subcostalis folgt der 12. Rippe, dann kommt der Iliobogastricus, dann der Ilioinguinalis. Und diese Nerven folgen, wie gesagt, dem Verlauf der Rippen. Das heißt, alles, was da geschnitten wird, sollte möglichst im Verlauf dieser Nerven erfolgen und möglichst nicht von oben nach unten. Dann hätte man gleich alle 3 oder 2 Nerven auf einmal durchtrennt. Wir machen es einfach. Wir nehmen die 11. und 12. Rippe weg, damit wir schön dann das ganze Nierenpaket sehen. Erstmal haben wir dann da die Pleura costalis vor uns. Man glaubt ja gar nicht, wie tief dieser Rezessus da zieht. Die klappe ich weg, dann kommt das Diaphragma selber, das klappe ich auch weg und dann kommt das, ja, diese Nierenloge mit dem pararenalen Fett. Gucken Sie mal, 2. Buch Mose, die beiden Nieren mit dem Fett daran, das an den Lenden ist, samt dem, was über die Leber hervorragt. Also schon damals wusste man, nichts ist schöner eingepackt und besser geschützt als die Niere. Vielleicht nur noch das Gehirn, aber danach kommt schon die Niere, glaube ich. Also ein offenbar wertvolles Organ, was die Urologen ja nun auch zu gut wissen. Das heißt, nach diesem Fett unterscheidet man jetzt erstmal das pararenale Fett. Da sind die Anatomen ja sehr pedantisch. Und wenn wir das pararenale Fett weg haben, dann kommt die eigentliche Nierenloge, sage ich mal, die Fascia renalis posterior, Zuckerkandel. Und die eröffnen wir, machen wir. Und dann kommt das perirenale Fett. Para und jetzt perirenal. Und das müssen wir auch wieder zur Seite schieben. Ich mache das mal. Da sehen wir so ein kleines Kapselgefäß, glaube ich, das auch mal groß sein kann, je nachdem. Und dann ist die Niere exponiert. Jetzt haben wir sie. Und wir unterscheiden immer so eine Psoas-Seite und eine peritoneale Seite, wenn man so möchte. Und wenn wir uns diese Psoas-Seite anschauen, und der Musculus Psoas sollte auch immer so für uns eine Orientierung sein, so, der sollte eigentlich immer horizontal vor uns liegen, dann weiß man auch, wo oben und unten ist und vorne und hinten. Wir gucken hier auf die rechte Niere, dorsale Seite. Wenn ich das ein bisschen nach vorne drücke mit 2 Fingern, dann sehen wir hier wunderschön eben den Nierenhilus. Wir haben 2 Arterien jetzt hier in diesem Falle. Wir haben auf der rechten Seite die fette, dicke Cava. Die mit der Nierenvene. Die Arterien ziehen ja hinter der Cava, meistens ja entlang. Wenn man also von hinten kommt, hat man die Nieren gleich als erstes. Sehr praktisch, sehr gut. Und dann sieht man hier den Ureter mit dem Nierenbecken, sodass eigentlich alles schön erreichbar ist. Und wenn ich jetzt, wir haben auch ein Laparoskop im Institut, im Turm, wenn wir jetzt mit einer 30-Grad-Optik da reingucken, sieht man es noch schöner. Den Psoas wieder als Orientierung, als horizontale Ausrichtung. Und dann direkt vor der Nase quasi den arteriellen Baum, dann die Vena renalis dextra und auch nochmal schön hier ein Becken mit dem Abgang des Ureters zu sehen.
sodass vieles für einen retroperitonealen Zugang spricht. Und wir werden ja beide Verfahren heute sehen, transperitoneal, retroperitoneal. Herr Schön ist, glaube ich, eher ein Fan von Retro, habe ich so ein bisschen Eindruck gewonnen. Genau, die Argumente habe ich jetzt fast schon selber auch ein bisschen geliefert. Schnelle Exposition des Nierenhilus, sicherlich ein echtes Argument. Worauf man aufpassen muss, was ich gelernt habe, die Niere hat ja die dorsale Seite, aber auch sie hat ja auch dann natürlich eine ventrale Seite. Und man fragt sich, was ist eigentlich dann nach ventral? Ja, in diesem Fall ist hier viel Fett, das muss aber nicht immer der Fall sein. Bei nicht so fetten Patienten, adipösen Patienten, wartet vor der rechten Niere die Leber und das Duodenum. Und fast noch aufregender, bei der linken Niere haben wir das Kolon, die Milz und vor allem Pankreasschwanz. Und das kann manchmal, wie Sie hier sehen, an diesen Präparaten nur millimeterweise voneinander entfernt sein. Also wer hier am Hilus rumspielt an der Niere, darf nicht vergessen, dass da vorne wenige Millimeter des Pankreas kommt, was nicht sehr gerne mit Energy-Instrumenten konfrontiert werden möchte. Also so eine heiße Dissektionsinstrument ist für das Pankreas nicht so richtig gesund. 12 Minuten habe ich noch. Das passt genau noch, um, ne, ich sollte ja nicht überziehen, das passt genau noch, um auch jetzt noch mal auf einen anderen Aspekt zu sprechen kommen, nämlich die paraortale Lymphknoten oder Lymphadenektomie retroperitoneal, das ja auch zum Retroperitoneum gehört. Wir haben also die Nieren einerseits besprochen, Zugang retroperitoneal, und jetzt geht es zu den Lymphknoten. Ich zeige Ihnen erstmal so ein schönes Atlasbild, was jeder Student im ersten Semester gleich vorgelegt bekommt. Und das zeigt immerhin schon mal einiges, was man daran lernen kann, nämlich, dass es zahlreiche Lymphknoten paraortal gibt. Das fängt dann lateral kaval an, es ist interaortokaval, schön zu sehen, lateral aortal, präaortal und retrokaval. Und man könnte eigentlich sagen, irgendwie überall, ne? Vorne, hinten, links, rechts. Mein Eindruck ist, es gibt etwas mehr Lymphknoten doch um die Aorte herum und etwas weniger um die Cava, vor allem hier rechts kaval ist es dann von meinem Eindruck her weniger, ist hier auch so ein bisschen im Atlas, glaube ich, auch so gezeichnet. Das ist mal so das große Ganze. Und jetzt kann man noch hergehen und sagen, wenn ich Lymphknoten reseziere, dann kann ich vielleicht mal zwei Etagen bestimmen. Und diese Etagen werden bestimmt meistens vom Abgang hier der Mesenterica inferior, wobei der variabel sein kann. Der kann 2 cm oder 7 cm, das ist so diese Spanne, die wir sehen, vor der Bifurcatio erfolgen. Normalerweise sind es etwa so 4-5 cm. Das nennen wir dann die inframesenterische Kompartimentloge für die Lymphknoten. Oben ist die Vena renalis sinistra, also höher geht es dann nicht, weil dann kommt Oberbauchpaket und Pankreas und Duodenum. Das wäre dann die supramesenterische Loge oder Kompartiment, was von der Vena renalis sinistra definiert wird. Seitlich kann man das dann begrenzen durch den Verlauf des Ureters und der Vasa ovarica oder Testicularia, je nachdem ob Mann oder Frau. Wobei ich auf den Ureter nicht so vertrauen würde, denn der hat, jeder Urologe weiß das ja, einen häufig sehr skurrilen Verlauf und eben nicht immer so, wie er hier in diesem schönen Atlas dargestellt ist. Und dann kommt noch hinzu, im Atlas ist immer alles so schön farbig, ne? Lymphknoten grün, Arterien rot, Venen blau, herrlich. Und man stellt dann fest, im richtigen Leben sind die Lymphknoten nicht grün, bis vor kurzem. Durfte ich das in der Vorlesung so sagen, jetzt musste ich diese Folie quasi rauswerfen, denn tatsächlich sind die Lymphknoten dann grün, wenn sie mit ICG offenbar in der Lage sind, über die Weiterleitung der Lymphbahn zu markieren. Dies ist ein Bild von Herrn Kimmich, ein Gynäkologe aus Essen, der wohl noch kommen wird, der dann zum Beispiel hier sehr schön zeigt, wie man dann Lymphknoten hier paraortal an der Bifurcatio durchaus darstellen kann und vielleicht nicht mehr so unbedingt stochern muss, sondern sieht, aha, da sind die Dinger wirklich. Also, und wenn jetzt noch in Gelb die Nerven dargestellt werden würden, dann wären wir ja schon fast da, wo wir am Atlas sind. Das wäre toll und ich bin mir sicher, in 5 Jahren wird das vielleicht auch dann in Gelb nochmal Nerven geben. Das wäre zumindest ein Traum. Bevor ich jetzt sage, ja, das war's, schon noch mal vielleicht der Hinweis, was kann denn auch am Retroperitoneum so schief gehen? Und da habe ich aus den Kursen gelernt, die wir zu diesem Thema bei uns im Zentrum durchgeführt haben, laparoskopisch. Und als erstes, ja, fällt mir natürlich der Ureter ein, der nämlich hochvariabel verlaufen kann.
Und von Herrn Alkertut habe ich zum Beispiel gelernt, man muss aufpassen, der Ureter, ne, der kriegt von unterschiedlichen Quellen sein Blut. Im Retroperitoneum erhält er es weitgehend von medial, unterschiedliche Gefäße. Im Becken erhält er das Blut von lateral. Das heißt, wenn ich in diesem Bereich hier munter Lymphknoten entferne und zupfe und reiße und dabei den Ureter zu nackig mache und ihn komplett devaskularisiere, ist das sicherlich keine gute Idee. Der braucht in Abständen tatsächlich sein Blut und seine Adventitia, um eben tatsächlich nicht ischämisch zu werden. Nummer eins. Nummer zwei, der Ureter kann sehr skurrile Läufe. Das ist der wohl skurrilste Verlauf, den es gibt. Ja, Retrokaval, da liegt die Häufigkeit im Promillebereich. Aber was wir häufig beobachten, dass der Ureter entweder gedoppelt ist, Fissus ist, gespalten ist oder hinter der Kava so versteckt entläuft, sodass wir ihn zum Teil gar nicht gefunden haben. Weiteres Pitfall sind die sogenannten Lumbalarterien und Venen, die man erst sieht, wenn es zu spät ist. Habe ich häufig den Eindruck. Wo sind die? Ich zeige sie Ihnen. Da, ja, so ganz klammheimlich erscheinen sie da, auf beiden Seiten natürlich. Und wieder zeige ich Ihnen mal das Pernkopfbild, was wir, ne, das ist ja von Dorsal. Von Dorsal sieht man sie hervorragend. Ich highlighte das mal. Sehen Sie das? Da sind die Dinger von Dorsal zu sehen, Arterien wie Venen. Und das macht es aber so schwierig, wenn man von strikt ventral kommt und einen Lymphknoten wegnimmt, sieht man sie häufig tatsächlich zu spät. Und noch was haben wir gelernt. Da trage ich Eulen nach Athen, was die Urologen angeht, aber ich weiß, Herr Alkertut und ich hatten Lymphadenektomiert retroperitoneal in dem Kurs und wunderten uns, was sind das für viele Arterien? Also zumindest hatte ich mich gewundert. Normalerweise wandert man hoch und trifft eine Arterie, nämlich die Mesenterica inferior, die man tunlichst auch stehen lässt. Sonst wird der Viszeralchirurg sehr, sehr böse. Aber ansonsten war es das mit den Arterien. Aber in 25%, das muss ich mir vorstellen, 25% hat man nicht die Situation einer solitären Nierenarterie rechts und links. Ja, also jeder vierte Patient hat in irgendeiner Form eine akzessorische Nierenarterie. Und jetzt zeige ich Ihnen mal aus unserem Institut mit einer Laparoskopiekamera aufgenommen ein Präparat, was ich besonders schön finde. Dies ist die fette Aorta, das ist die Mesenterica inferior, die wir auch erwarten. Und jetzt geht's los hoffentlich. Jawohl, Film läuft. Da kommt die erste. Da kommt die zweite, da kommt die dritte Nierenarterie, hier ist die Vene, vorzeitige Aufzweigung, Segmentarterien und rechts das Ganze auch nochmal, 1, 2, 3, 4, 5, irre, und da unten nochmal eine Polarterie, 1, 2, 3, 4, 5, das macht eine Lymphadenektomie paraortal deutlich schwieriger, würde ich sagen, und man muss damit rechnen. Und wir hatten dann auch entsprechend dazugelernt, wir dachten erst, das wäre eine Lumbalarterie, kann es nicht sein, die sind viel weiter von Dorsal herkommt. Okay. Ja, und das letzte Pitfall, das Entscheidende finde ich eigentlich, sind diese verfluchten, sage ich mal, autonomen Nerven. Warum? Weil es, also, ne, das sieht ja einfach aus, ich nehme die Lymphknoten weg, aber in Wahrheit sind hier noch Nerven drin. Und man kann sich die vielleicht nicht alle merken, aber drei Dinge sollte man sich merken. Wir haben vor dem Promontorium den Plexus hypogastricus superior, der die komplette sympathische Innervation des kleinen Beckens macht. Komplett. Alles, was urogenital dort unten läuft, ist von, sympathisch von diesem Plexus determiniert. Der wird gespeist von zwei relativ großen Strängen, die links und rechts neben der Aorta entlang ziehen, Truncus lumbalis links und rechts. Und wir haben den Plexus mesentericus inferior, der, wie der Name sagt, auf die Mesenterica inferior zieht und das ganze Linkskolon versorgt. Ja? Und das wollen wir möglichst heilen lassen und trotzdem Lymphknoten rausnehmen. Und was ich zum Abschluss, und das Timing ist perfekt, ich habe nur 4,5 Minuten, zeigen möchte, sind jetzt einfach mal Präparate. Piet Jünemann hat sich gewünscht, zeig doch mal Präparate, die du im Institut hast. Und mir blieb nichts anderes übrig, also mitschleppen kann ich sie nicht, aber ich habe jetzt was Lustiges gemacht, und zwar Laparoskopie am anatomischen Präparat. Das Setting sieht so aus, wir haben ja in unserer Anatomie auch einen OP-Saal, auf den wir ja sehr stolz sind, weil wir ja fast so operieren wie ihr, nur halt ohne Anästhesie. Und da ist das Setting, das ist meine Wenigkeit, und ich drehe mal kurz. Zack, 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 da liegt ein Präparat, nee, das ist erstmal meine beiden Assistenten, dann da das Präparat, und hier dann ohne Bauchdecke ein, wie ich finde, sehr lehrreiches Präparat. Die Kamera zu führen ist deutlich schwieriger, wenn man diese Bauchdecke nicht hat. Also deswegen wackelt es manchmal ein bisschen, aber das kriegen wir hin.
Gucken wir uns mal das rechte Nierenlager an. Da sieht man es sehr schön mit der Faszie, dem Fettkörper. Wir laufen mal drauf zu und heben erstmal, also das Peritoneum ist schon längst weg. Ne? Was wir jetzt anheben, ist die Fascia renalis anterior. Wir sehen, die Niere ist hier schon nackig gemacht worden. Hilus ist exponiert, eine obere Arterie. Hier die untere mit ein paar Nervenfasern. Hier die fette, dicke Vena renalis. Hier noch viel Fettkapselgewebe dran mit einem dicken Kapselgefäß, was man blöd bluten kann. Hinten die hintere Nierenkapsel oder Fascia renalis posterior, Zuckerkandel. Und hier sehen Sie die beiden Nerven, subcostalis, iliobogastricus, die man tunlichst in Ruhe lässt. Das ist das rechte Nierenlager. Der Psoas immer sehr schön als Orientierung. Dann gucken wir uns parakavale Strukturen an. Hier ist die fette Kava, wir sind ja auf der rechten Seite. Da zieht die Vena, in diesem Fall ist es ein Mann, glaube ich, gewesen, testicularis rein. Hier ist die Arteria testicularis, die dann hinter der Kava entlang zieht und dann zack, hier nach unten sich abseilt. Der Ureter unterkreuzt alles. Wir heben das kurz an, fahren hier an der Kava entlang und sehen, wie verdammt nah der Ureter an der Kava ist. Also wenn ich hier Lymphknoten wegnehme, auf den Ureter aufpassen. Und Sie sehen hier gerade noch angedeutet den Genitor femoralis, ein Nerv aus dem Plexus lumbalis, der auf dem Psoas entlangläuft. Der ist, wenn man darauf achtet, gut zu sehen, aber man muss darauf achten. Und dann haben Sie hier die drei Strukturen, die Genitalgefäße, den Genitor femoralis und den Ureter, den wir parakaval möglichst in Ruhe lassen. So, dann gehen wir und gucken uns diese Etagen an, die ich gerade erklärt hatte. Wir fangen am Promontorium an und achten darauf, dass da der Plexus hypogastricus superior entlang zieht. Also das darf man nicht komplett nackig machen. Am besten sucht man sich den aktiv aus. Und zweite wichtige Botschaft ist schon, hier oben ist die aortale Bifurcatio, aber unter der Bifurcatio läuft noch eine fette Vene entlang. Das ist die Vena iliaca communis sinistra, also die linke, die man dann häufig, gerade wenn laparoskopisch der Druckzug stark ist, wird die schön platt gemacht und manchmal merkt man erst, wenn es blutet. Da ist sie, wird angedeutet. Hier jetzt die Bifurcatio, dann etwa 5 cm weiter oben, Abgang der Mesenterica inferior mit ihrem Nervenplexus drauf, wunderschön noch zu sehen. Da kommt die Mesenterica, geht schräg nach links. Dann geht es nach oben, Kochermanöver, Duodenum mit hochgeklappt, Pankreaskopf, Mesenterialwurzel. Hier oben superior und da angezügelt die linke Nierenvene. Das ist unser Areal, was wir dann Lymphadenektomie-technisch erobern wollen. Bevor wir das tun, nochmal jetzt die autonomen Nerven. Sehen Sie die autonomen Nerven? Je besser man weiß, wo sie sind, desto besser kann man sie auch dann vielleicht aktiv finden. Hier nämlich zum Beispiel sehen wir so faszikuläre Strukturen. Hier ein frühzeitiger Abgang des Hypogastricus links, Hypogastricus rechts. Das könnte man auch Plexus hypogastricus superior nennen. Das sind Lymphbahnen und Lymphgefäße. Das ist Nerv. Gar nicht so einfach. Ich wünschte mir, dass das gelb wäre in echt. Achten Sie darauf, dass wir jetzt an diesen Trunki lumbalis ziehen. Auf Kommando. 1, 2, 3. Da sind Sie. Die paraaortal entlang ziehen. Die müssen Sie in Ruhe lassen. Und hier sind die Nerven schon abgetrennt von dem Mesenterica Inferior Plexus. Das so nackig darf das nie sein, wenn Sie den Darm drin lassen. Diese Arterie, die muss ihren Nerven weiter bekommen, sonst ist das Linkskolon denerviert. Ja, ganz wichtig, also Plexus hypogastricus superior, Trunki lumbalis auf beiden Seiten und der Plexus mesentericus inferior. So, und last but not least, jetzt die paraaortalen Lymphknoten. Wir können hier schon mal unter der Bifurcatio anfangen. Da hätten wir den Iliaca communis Lymphknoten. Wir zupfen die der Reihe nach mal so an. Das ist jetzt unter der Bifurcatio, subaortal, paraaortal, kaval, hier auf der Mesenterica inferior. Dann nochmal daneben einer, ganz schön groß sind die in diesem Präparat. Tumor war nicht bekannt allerdings, interaortokaval. Und jetzt hier paraaortal, da sind die fettesten drin. Sieht man hier schön. Da sind aber auch gleichzeitig Nerven, die dort entlangziehen. Und hier oben ist schon die Nieren Vene zu sehen. Das wäre das Areal, was wir adressieren müssen. Hier übrigens sehr schön die Vena mesenterica inferior, die hochzieht zum Pankreas, wohingegen das hier die Vena testicularis ist. Ja? Es sind nur wenige Schichten weit auseinander. Okay, und last but not least, diese fiesen Lumbalgefäße, zeige ich Ihnen auch nochmal im Präparat. Man liftet die Aorta an und das haben wir schon so rot markiert. Ich ziehe am Lymphknoten und da sind die Gefäße und je nachdem, wie doll man zieht, kann man diese Gefäße natürlich leicht verletzen. Die sitzen direkt auf dem Wirbelkörper.
und machen keinen Spaß, wenn man die irgendwie unfein erwischt. Hier ist so ein retrokavaler Lymphknoten, da ist die Arterie wieder, das ist schon direkt Wirbelsäule. Und hier unten nochmal, so segmental kommen die ja alle so zum Vorschein. Und dieses Schlussbild zeigt nochmal alles sehr schön, die Cava, die Aorta, hier die Lymphknoten mit den Lymphbahnen, die man adressiert. Und da auf der Aorta der Plexus hypogastricus superior, so richtig schön zu unterscheiden ist das nicht, das gebe ich zu. Und das macht auch diese Lymphadenektomie auch so anspruchsvoll. Und was ist passiert? Sie sehen, die eine Lumbalvene ist schon durch Manipulation mal rupturiert. Das hieß es schon in der OP, Blut, schlechte Sicht und blöd. Deswegen mache ich weiter. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe versucht, als Anatom Ihnen aufzuzeigen, dass es gut ist für alle drei Disziplinen, sich mit diesen topografischen anatomischen Landmarks auszukennen. Ich habe auch versucht, Ihnen zu zeigen, dass man viel vom anderen lernen kann. Was ich auch gelernt habe, ist dieser Spruch, wie war der nochmal? Your best teacher is your last mistake. In der Anatomie ist das kein Problem, beim Patienten sicherlich schon mehr, weswegen wir ja ganz gerne vielleicht vorher in die Anatomie gehen, zu solchen Kursen, um aus den Fehlern, die man dort macht, zu lernen. Insofern, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auch vielen Dank an mein Team, von dem zwei auch schon hier sind heute. Freue ich mich, dass Sie heute mal nichts zu tun haben und zuhören können. Und ich würde sagen, jetzt ist die Bühne frei für das klinische Programm. Vielen Dank.